Hallo, hier spricht wieder Kanukassel von der Donau. Beim Kanuwandern erlebt man einiges. Ab und zu sogar was ganz Besonderes. Auf diesem Clip 6 berichte ich sogar von zwei Erlebnissen der besonderen Art. Eine besonders doofen und eine besonders schöne. Das besonders doofe hier gleich vorneweg. Schwere Gewitter treiben uns heute Nachmittag in den Yachthafen Dreisenmauer bei Flusskilometer 1988. Wir sind erleichtert, eine gute Zuflucht gefunden zu haben, schleppen die schweren Kajaks auf einen Wiesenstreifen am Fluss und bauen wohlgemut unsere Zelte auf. Außerdem freuen wir uns schon auf einen Besuch in der Hafenkneipe, bis der Hafenmeister auftaucht. Typ solarbraun, kahl geschoren, Goldring im Ohr, Goldkette um den Hals. Er sagt, wir sollen hier sofort wieder verschwinden, sonst ruft er die Polizei. Ich erkläre dem unfreundlichen Mann unsere Notlage und dass wir morgen früh hier wieder verschwunden sind, ohne Spuren zu hinterlassen und dass wir selbstverständlich bereit sind, die übliche Liegegebühr zu zahlen. Doch das interessiert den Glatzkopf nicht. Er besteht darauf, dass wir sofort das Gelände verlassen. Nun schalte ich auf stur und lasse den Arroganzling einfach stehen. Wir bauen weiter unser Lager auf. Als er weiterhin hinter mir herdackelt und rumzedert, bitte ich ihn, uns die Toilettenschlüssel auszuhändigen, da ich sonst für die Sauberkeit seines Hafengeländes nicht garantieren kann. Empört haut er ab. Und ich erwarte schon, dass in Kürze eine Polizeistreife auf der Matte steht. Doch stattdessen taucht eine Putzfrau auf und bringt uns die Schlüssel des Hafensanitärgebäudes, in dem sich sogar mehrere heiße Duschen befinden. Warum nicht gleich so? Trotz des recht guten Lagerplatzes und des abziehenden Gewitters fühlen wir uns heute Abend nicht wohl hier. Kein Wunder, wenn man nicht willkommen ist und sogar mit der Polizei gedroht wird. Yachthäfen und deren Nutzer sind mir seit diesem Erlebnis hier in Dreisenmauer erheblich unsympathischer geworden. Da 3 von 8 Prion-Kajaks im Heckbereich aufgrund ihrer gnadenlosen Behandlung durch uns undicht geworden sind, flicke ich sie heute Morgen provisorisch mit Klebeband. Besser wäre es natürlich gewesen, wir hätten Heißluftpistole und PE-Reparaturstifte an Bord. Aber Fehlanzeige. So schnell wie möglich verlassen wir heute Morgen diesen unwirtlichen Ort. Donaukanuten sollten um den Yachthafen Dreisenmauer einen großen Bogen schlagen. Man merkt es schon lange vorher, am breiten Rückstau, Donaukraftwerk. Lustlos hängen wir rum,
Keiner hat Bock auf Portage. So, dass Astrid wieder den Schleusenwärter bezirzt. Wir passieren ohne Mühe. Nachmittag wieder das gewohnte Bild. Gewitter treibt uns in den Yachthafen von Tull. Wir schauen, zaudern, erwägen, warten und ziehen wieder weiter. Erneut in einen Yachthafen. Diesmal namenlos und gottverlassen. Hier bleiben wir, hier kampieren wir, hier sind wir willkommen. Keiner will uns verjagen, wir sind allein. Verdammt, man merkt, dass wir uns der Großstadt Wien nähern. Solch schnelle Wasserskiläufer gab es bis jetzt noch nicht. Wir kampieren hier übrigens mitten auf dem beliebten Donauradweg von Passau nach Budapest. Sollte eine passende Grufti-Radlgruppe vorbeikommen, könnten wir denen vielleicht einen Tausch der Wanderfahrzeuge vorschlagen. Zur Abwechslung mal radeln täte unseren Beinen ganz gut, die ständig in die engen Kajaks eingezwängt werden, was wir an diesem schönen Abend vor den Toren Wiens noch nicht ahnen können. Es ist unser letzter genussvoller Sonnenuntergang am Donauufer. In Wien wäre eigentlich erst Halbzeit unserer diesjährigen Donau-Weitwanderung von Passau nach Budapest. Und wir freuen uns schon auf die wilde, strömende, ungebremste Donau hinter Wien. Dass für dieses Jahr Schluss sein wird, wenn es erst richtig losgeht, scheint heute Abend undenkbar. Aber in wenigen Stunden wird ein sintflutartiger Dauerregen über Niederösterreich hereinbrechen, der das Donau-Sommer-Niedrigwasser von heute in gefährliches Hochwasser verwandeln wird. In den Donauauen hinter Wien kommt es zum spannenden Finale unserer diesjährigen Donautour. Doch bis dahin haben wir noch einige sehr besondere und sehr schöne Erlebnisse. Und diese schöne Kette an Erlebnissen beginnt heute an einem Radler-Imbiss kurz vor Greifenstein. Hier retten wir uns vor dem beginnenden Regen hin und werden prompt mit einem super guten und preiswerten Mittagessen belohnt. Kommt dein Essen, Willi, und du bist lecker. 28. Das ist nicht so nah gewesen. Maximal, was ich mache, ist noch 60. Das ist das Schimmer. Komm ich noch vorbei? Ich bin doch mal. Ich bin doch mal zurück, was ich sag's.
Und dann kommt ein ganz besonders schönes und tief beeindruckendes Erlebnis. Wir klopfen an das Bootshaus der Kajakunion Greifenstein und bitten um Asyl. Wir werden von einem betagten Bootshausverwalter freundlich begrüßt und zum Bleiben animiert. Da sagen wir nicht nein. Das alte Bootshaus des Kanuclubs Greifenstein besitzt außen und innen einen ganz besonders liebenswerten Charme. Hier auf dem traumhaften Gelände des Kanuclubs Greifenstein schlagen wir für die nächsten 3 Tage unser Lager auf. Harren der Wetterdinge, die da kommen, planen die Weiterfahrt nach Budapest und holen unsere Autos aus Passau nach. Hier fühlen wir uns willkommen und wohl. Trotz Dauerregen, der auf unsere Zelte prasselt. Ärger und Frust kommen bei mir auf, als ich im Garten Eden des Kanuclubs Greifenstein einen Gestängebruch am 1000-Euro-Zelt von Hilleberg entdecke. Und sowas ohne Fremdeinwirkung an einem beinahe neuwertigen Zelt. Bei der genaueren Untersuchung des Saivo entdecke ich Verarbeitungsmängel und weitere Haarrisse an mehreren Steckverbindungen. Ärgerlich! Bei diesem Donauprojekt sind 4 Qualitätszelte der Kano Kassel Family im Einsatz von Eureka, VD und Hilleberg. Ausgerechnet das neueste und teuerste macht die Grätsche. Ätzend. Die 20 Jahre alten Eureka-Zelte dagegen bewähren sich zum 1000. Male auch auf dieser Tour. Wochen später dokumentiere ich zu Hause in Wort und Bild das Reklamationsprozedere mit dem Hilleberg Saivo unter der Überschrift Hilleberg, eine Legende stirbt, auf meiner Website www.kanukassel.de. Nach längerem Hin und Her besorgt mir Lieferant Globetrotter in Hamburg kostenlos ein neues, stärkeres Gestänge. Mein Vertrauen in die einstige Nobelmarke Hilleberg aus Schweden bleibt jedoch gestört. In Outdoor-Internetforen kommt meine Hilleberg-Sonderseite immer wieder ins Gerede. Und da gibt es selbsternannte Experten, die mir doch tatsächlich unsachgemäßen Umgang mit dem Hilleberg-Gestänge vorwerfen. Ausgerechnet mir, der ein halbes Leben lang in Zelten verbracht hat. Ich selbst finde es einfach nur doof, dass einstige Qualitätsfirmen zunehmend Qualität einbüßen. Aus welchen Gründen auch immer. Aber zurück zur Donau. Im Altarm von Greifenstein liegt ein Kaffeeschiff fest verteut, indem wir 3 schöne und lustige Abende verbringen. Die Wirtsleute sind sehr freundlich und gestatten uns sogar, die Fahrzeuge, die wir nun aus Passau nachholen, auf ihrem Gelände zu parken. Solch freundliche Menschen sind einfach Spitzenklasse. So, jetzt geht es Schlag auf Schlag. Robert, Hartmut und ich fahren mit dem Taxi zum Bahnhof Wien-West und setzen uns in den Zug nach Passau. Astrid, Samira und Werner nutzen den Ruhetag zu einem Stadtbummel in Wien und Tobias und Willi geben sich im Lager die Kanne. Auf Clip 7 geht's in Kürze weiter.